Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute spreche ich mit dir über ein Thema, was so richtig mein Herz zum Hüpfen bringt. Ich liebe es, seit einem Jahr Eisbaden zu gehen. Ich liebe es, in die Kälte zu steigen. Ich liebe es, mich an das offene Fenster im Winter zu stellen und dabei wirklich nur leicht Unterwäsche zu tragen. Ich liebe es, ganz und gar in die Kälte einzutauchen und so häufig wie nur möglich das ganze Jahr über Kälte für mich heilend wirken zu lassen. Und ich bekomme hierzu auch immer wieder Fragen. Ich bekomme immer wieder Fragen, wie wir am besten mit dem Kältetraining beginnen können, welche Dinge wir beachten müssen. Und das sind ganz, ganz, ganz wichtige Sachen. Und ich freue mich so sehr, dass ich auch hier jetzt eine kleine Kältegruppe ins Leben rufen durfte mit wundervollen Menschen, die gemeinsam sich über das Kältetraining austauschen, die selbst die Erfahrung machen wollen, was Kälte bewirken kann. Und ja, die insgesamt in die Interaktion gehen, sich miteinander treffen und einfach in den See hineinspringen. Um auch für dich dieses Thema mal etwas ausführlicher und ganzheitlicher zu betrachten, ja, starten wir jetzt hier rein in diese Podcast-Episode und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Thema Kältetraining. Aus meiner Sicht hat Kälte mir wortwörtlich den Hintern gerettet. Als ich vor knapp einem Jahr begonnen habe, die heilsame Kälte für mich selbst wirken zu lassen, war ich gerade mittendrin in einer Corona-Infektion. Und aus meiner Sicht war jetzt die körperlichen Symptome der Krankheit, des Viruses, jetzt nicht die Herausforderung, sondern meine mentale Stärke. Und ich war von mir selbst ein Stück weit überrascht und schockiert, wie mein Geist so sehr abbauen kann, wie ich selbst in diese Abwärtsspirale hineingeraten kann, dass ich es nicht geschafft habe, stabil zu bleiben. Und zu dieser Zeit spielten sehr viele Faktoren eine Rolle. Im letzten Jahr durfte ich mehrere Menschen gehen lassen. Ich durfte ganz neue Strukturen in meinem Alltag integrieren und ja, es hat sich so viel verändert für mich, für meine Familie und für mein Umfeld. Dazu kam natürlich dann die Infektion und hat es alles zum Vorschein gebracht. Aus meiner Sicht hat Corona eine große Sache getan. Es hat genau das gezeigt, was bereits in uns allen war. Also all diese Dinge, die schon vorher nicht funktioniert haben, wurden auf einmal sichtbar. Und mit dieser Einstellung bin ich letztendlich ja in dieser Infektion gewesen und habe dann angefangen, nach Lösungen zu suchen. Das ist eine Eigenschaft, auf die ich sehr stolz bin, dass ich immer nach Lösungen suche, dass ich immer versuche, die Dinge von einer Seite zu betrachten, wie es besser gehen kann. Und diese Frage habe ich mir gestellt und ich bin dann schlussendlich auf das Kältetraining wieder aufmerksam geworden. Bereits in unseren vielen Reisen bin ich in so viele Gletscher, Flüsse und Seen gesprungen und habe aber diesen Effekt nie so wahrgenommen. Letztendlich lag es daran, dass ich diese Flüsse eher als ja logische Schlussfolgerung nach einem langen Bergtag gesehen habe. Also es waren immer die hygienischen Aspekte, die mich getrieben haben, wenn ich in diesen Fluss oder in diesen See reingesprungen bin. Nun war es aber so, dass ich jetzt wieder das Haus verlassen durfte und ich gesagt habe, ich möchte mein System, meinen Körper, meinen Geist noch resistenter machen. Ich möchte mich noch stabiler werden lassen. Und ich möchte noch mehr zu meinen eigenen Wurzeln zurückkehren. Und all das sollte das Kältetraining für mich bewirken. Ich habe bereits, als ich noch zu Hause sein musste, die Symptome jedoch immer schwächer wurden, habe ich angefangen, mich ausschließlich kalt zu duschen. Und bin dann an dem ersten Tag der Freiheit, wenn man so möchte, bin ich zum See gestiefelt. Und ich kann dir sagen, es war nicht die Kälte, die Herausforderung war, sondern es war wieder mein Geist. Wieder einmal hat mich mein Kopf ausgebremst. Wieder einmal wurde ich so gehemmt. Ich stand vor diesem See und habe wirklich dreimal überlegt, ob ich reingehe.
So viele Dinge haben in meinem Kopf eine Rolle gespielt, so viele Geschichten, so viele Ausreden. Und dann habe ich es getan. Ich bin einfach reingegangen. Und innerhalb von einem Moment war ich ganz bei mir. Ich bin zum ersten Mal in mich hineingetaucht. Und ganz tief bei mir angekommen, habe ich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder in mir Frieden gespürt. Ich habe zum ersten Mal gespürt, wie es sich wieder anfühlt, bei mir zu sein. Ich habe gespürt, dass all diese Geschichten, all diese Geschehnisse, all das, was passiert ist in diesem letzten Jahr, dass es auf einmal in diesem Moment alles stillstand. In meinem Kopf war zum ersten Mal Ruhe und das war für mich ein so großer Genuss in diesem Moment. Es hat mich in diesem Moment gerettet und ab diesem Tag habe ich diesen Moment für mich immer und immer wieder erforscht und trainiert. Denn damals war es auch noch so, dass es wie jetzt ungefähr die Temperaturen waren. Es war schon recht kühl für jemanden, der es nicht gewohnt ist. Jedoch war es an sich noch angenehm. Also wir hatten noch Wassertemperaturen im zweistelligen Bereich und die Außentemperatur war definitiv noch in den Plusgraden. Und ich habe so sehr meine Freude daran gehabt. Denn zum damaligen Zeitpunkt hat mein wichtigstes Tool, die Meditation, nicht mehr gegriffen. Wie viele Stunden ich mich hier hingesetzt habe und versucht habe zu meditieren, um für mich eine Entspannung zu provozieren und es nicht geklappt hat. Und wenn etwas nicht klappt, dann neige ich dazu, auch in diese Gedanken reinzukommen. Warum klappt das jetzt nicht? Was darfst du besser machen? Und das ist natürlich nicht förderlich. Also, um es mal abzurunden, auf der mentalen Ebene war für mich das Kältetraining die Rettung in diesem Moment und hat so viel Heilung gebracht. Nur alleine dadurch, dass ich einmal am Tag meinen Kopf in dieser Sekunde ausschalten konnte. Aber das sind jetzt natürlich alles Dinge, die habe ich gefühlt und gespürt. Und es könnte sein, dass du das jetzt sehr wenig nachvollziehen kannst. Deswegen möchte ich dir jetzt aber noch mal ein paar Dinge mit an die Hand geben, die auch für dich eine Rolle spielen könnten. Beispielsweise hatte ich immer einen hohen Tonus, also eine hohe Muskelspannung in der hinteren Beinmuskulatur. Immer wieder hatte ich große Probleme in der Wadenmuskulatur, in der hinteren Oberschenkelmuskulatur und auch im Gesäß. Egal, was ich getan habe, welche Übungen ich gemacht habe, welche Bewegung, immer wieder spielte das eine Rolle. Und was soll ich dir sagen? Nach einem Jahr Kältetraining habe ich absolut keine Herausforderung mehr damit. Ich habe keine Verspannung mehr. Ich habe wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Muskulatur, die trotzdem geschmeidig ist und für mich eine Flexibilität erschafft, von der ich insbesondere beim Laufen und auch im Alltag profitiere. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass mein ganzer Körper etwas von der Spannung, von der Verspannung runtergegangen ist. Auch das spielte für mich immer wieder eine Rolle. Immer wieder habe ich große Episoden, wo ich lange sitze und ja, das hat natürlich auch einen Einfluss auf meinen Körper. Auch obwohl ich darauf achte, dass ich mich viel bewege, dass ich viel, viel meinen Körper in alle Himmelsrichtungen bewege und auch insgesamt meine Defizite mit beachte. Und all das war auf einmal Stück für Stück nicht mehr relevant. Und dafür bin ich der Kälte so dankbar. Die Frage ist nur, wie habe ich damit angefangen? Weil das ist natürlich meine Geschichte. Das ist ja die große Liebe, die daraus entstanden ist. Und es sind all diese Motivationen, warum ich auf keinen Fall wieder aufhören möchte mit diesem so wertvollen Tool und mit dieser Routine. Vielleicht kannst du jetzt in diesem Moment noch gar keine Motivation für dich erkennen. Deshalb möchte ich jetzt im ersten Schritt erstmal ein paar Aspekte nennen, was Kälte nachweislich, also wissenschaftlich bewiesen und messbar bewirken kann, auch für dich. Kälte hat einen Weckeffekt. Also da kannst du auch gleich ganz klassisch daran denken, dass du früh morgens in deinem Bad dir etwas kaltes Wasser ins Gesicht wirfst, um wach zu werden, um vielleicht deine Augen etwas zu säubern, um auch die geschwollenen Lider, wenn du welche hast, etwas, ja, weniger angeschwollen werden zu lassen. Das sind alles Dinge, die bewirkt Kälte und das wissen wir. Häufig tun wir Dinge ganz automatisch und wir denken gar nicht drüber nach, dass es ja in einem anderen Feld, in einer anderen Perspektive sogar noch mehr bewirken könnte.
Dieser Weckeffekt ist für mich so nachhaltig, denn wenn ich in die Kälte hineingehe, bin ich den gesamten Tag über ja auf eine wundervolle Art und Weise wach. Weiterhin ist Kälte entzündungshemmend. Das wissen wir auch alle. Also wenn wir irgendeine Entzündung, wenn wir sogar eine Verletzung haben, wenn wir irgendwie eine Prellung, Verstauchung, was auch immer haben, vielleicht sogar mit einer Schwellung drinne, mit einem Bluterguss, was machen wir? Wir packen Kälte darauf. Im optimalen Fall kaltes Wasser. Meistens ist es zwar nur das Kühlpad, aber letztendlich ist es auch Kälte in diesem ersten Moment. Weiterhin hilft Kälte bei Ödemen, bei Konzentrationsschwäche, ganz, ganz, ganz wichtig, auch in diesem Punkt, das kann ich so unterschreiben. In dem Moment, wenn ich in das kalte Wasser eintauche, bin ich komplett bei mir, ich bin komplett in dem Moment, ich bin ganz in meinem Fokus. So mega Sache, die ich so sehr liebe. Weiterhin ist es schmerzhemmend und du vertiefst deine Atmung. Ein wundervoller Effekt, der so schön kombinierbar ist. Also Kältetraining in Kombination mit Atemtechniken, das ist so ein wertvolles Tool, wovon du auch dann außerhalb der Kälte so sehr profitieren kannst. Des Weiteren ist es auch so, dass Menschen mit sehr niedrigem Blutdruck, dass sie auch immer dazu neigen, sehr müde zu sein, etwas sich schlapp zu fühlen. Und auch hier, das wirkt so sehr Wunder. Weiterhin hilft das Kältetraining auch bei hoher Muskelspannung. Das hatte ich ja schon gesagt, dass hier letztendlich der Tonus so rausgenommen wird aus der Muskulatur und wir eine Art Weiche durch die Kälte erfahren können. Jetzt haben wir schon ein paar Indikatoren genannt, die ja auch für dich vielleicht eine Motivation darstellen könnten, mit dem Kältetraining zu beginnen. Und das heißt noch lange nicht, dass du gleich in den See springen musst. Es könnte sein, dass du mit dem Kältetraining im Kleinen beginnst. Dass du beispielsweise einfach früh morgens, wenn du noch in deinen Schlafsachen bist, das Fenster ganz weit öffnest und dich für ein paar Minuten ans Fenster stellst. Einfach in die Kälte hineinatmest und vielleicht die Stille des Moments und des Morgens genießt. Auch Kältetraining, wundervoll integrierbar in den Alltag aus meiner Sicht und vielleicht auch eine ganz neue Routine für deinen Morgen. Weitere Möglichkeiten, auch zu Hause mit dem Kältetraining zu beginnen, sind kalte Güsse. Du kannst natürlich auch gleich kalt duschen gehen. Oder du beginnst mit einer Art Kneippbaden. Das heißt, du machst dir ein kaltes Fußbad und ja, streckst immer mal wieder deine Füße in das kalte Wasser. Das sind alles Möglichkeiten, die ein Start sein könnten, die definitiv auch einen Effekt haben und die ganz langsam für dich Kälte in deinen Körper, in dein System hinein integrieren. Und das ist ein Training, das ist ein Gewöhnen, ein Adaptieren von Kälte in dein System. Und das ist auch ein großer Effekt, den ich gerade habe. Und da will ich auch gar nicht auf politische Dinge anspielen. Es ist einfach so, dass es ganz automatisch so gekommen ist. Bei den Temperaturen, die jetzt gerade da draußen sind, laufe ich so gerne mit T-Shirt oder auch mit kurzer Hose rum. Und auch das könnte für dich ein Effekt sein, den du zu Hause trainierst. Also einfach mal den Müll in kurzen Sachen rausbringen, vielleicht auch mal die Schuhe auslassen. Ich weiß, da könnte es sein, dass der Nachbar ein bisschen schief guckt. Ich kann dir sagen, meine Nachbarn haben auch immer mal wieder schief geguckt. Mittlerweile haben sie sich an den Anblick gewöhnt, dass ich bei jeder Temperatur barfuß und in kurzen Klamotten rausgehe. Was ich natürlich nicht irgendwie unterschlagen möchte, ist, dass es natürlich auch Kontraindikatoren für Kälte gibt. Also nicht nur den Nachbar, der vielleicht ein bisschen komisch guckt, sondern es gibt tatsächlich Aspekte, wo ich dich bitte, vorher deinen Arzt zu konsultieren. Und das sind Aspekte, wenn du wirklich sehr, sehr, sehr wärmebedürftig bist. Also wenn du wirklich sehr, sehr, sehr zeitig anfängst zu frieren, wenn du das Gefühl hast, dass diese Kälte sehr unangenehm ist, dann geh ganz langsam an die Thematik an. Dann ist es vielleicht das lauwarme Wasser, was für dich kalt ist. Hier darfst du wirklich ganz nah zu dir selbst kommen. Aufzuhören, sich mit anderen zu vergleichen, ist sowieso das Wichtigste überhaupt. Aber in dem Punkt ist es noch viel wichtiger. Also wenn für dich kalt anfängt, wenn du den Wasserhahn in die Mitte stellst, dann ist das für dich kalt. Und da gibt es keinen Bewertungsspielraum.
All das, was für dich kalt ist, ist kalt. Und wenn das andere nicht zu ertragen ist, dann ist das vollkommen okay. Hier musst du noch nicht deinen Arzt konsultieren, es sei denn, das kommt dir irgendwie komisch vor. Dann natürlich schon, wenn du einfach insgesamt etwas ja kälteempfindlich bist, dann sei ganz nachgiebig mit dir und fange in deinem Tempo und Intensität an. Wichtige Aspekte, wo du auf jeden Fall deinen Arzt konsultieren solltest, ist so eine Enge in der Brust. Ist häufig ein Hinweis darauf, dass eventuell da einfach Herzgeschichten sein könnten. Bitte, bitte, bitte in dem Fall einen Arzt aufsuchen. Was ein weiterer Kontraindikator ist, sind ungeklärte Schmerzen. Also wenn du immer wieder irgendwelche Schmerzen in deinem Körper hast und du weißt nicht, woher die kommen und du hast auch keine Idee, also du hast dich nicht irgendwie verletzt und weißt deswegen, schmerzt immer wieder das rechte Bein beispielsweise. Wenn du ungeklärte Schmerzen in deinem Körper hast, dann bitte, bitte, bitte gehe zu deinem Arzt, lass es abklären, lass dich durchchecken, lass ein Blutbild machen und ja, dich komplett untersuchen, weil das ist wichtig und da gehörst du nicht in einen kalten See. Weiterhin bitte beachte, dass auch Kinder unter 6 Jahre eine etwas weniger ausgeprägte Fettschicht haben und deswegen auch nicht in das Kältetraining bzw. in das Kryotraining, das ist dann wirklich die kalten Temperaturen, mit integriert werden sollten. Weiterhin sind natürlich akute Erkältungssymptome auch ein Faktor, wo du bitte nicht in die Kälte gehst, wo du vielleicht dann lieber einfach lauwarm duscht und dann erstmal diese Symptome der Erkältung etwas abklingen lässt. Ansonsten, wenn du dir ziemlich sicher bist, dass du ein gesunderes, munteres Kerlchen bist, und du dir sicher bist, dass du beginnen möchtest mit dem Kältetraining, möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass in den meisten Fällen nicht die Kälte die Herausforderung ist, sondern dein Kopf. Der Körper kann nur dahin gehen, wo dein Geist schon war. Und wenn du in deinem Kopf einen großen Widerstand gegen Kälte hast, wird die Kälte für dich definitiv noch kälter sein, als es für jemand anderes ist. Und hier ein sehr, sehr, sehr interessantes Beispiel, was ich immer wieder bei mir selbst beobachte. Der See ist derzeit immer so zwischen, ich sag mal, 14 und 11 Grad. Immer mal so ein bisschen schwankend. Und manchmal ist es so, dass ich bei 11 Grad denke, ach, das ist aber heute angenehm. Und am nächsten Tag, wenn ich in einen anderen See beispielsweise gehe, ist dann die Wassertemperatur bei 14 Grad. Und da finde ich das tatsächlich sehr, sehr kalt. Es kommt darauf an, wie es mir geht. Es kommt darauf an, was gerade bei mir los ist, welche Prozesse in meinem Körper ablaufen, wie viel Stress habe ich gerade, ernähre ich mich gerade gut, habe ich gut geschlafen und so weiter und so fort. All das hat einen Einfluss auf Gefühlserlebnis Kälte. Und das darfst du für dich beachten. Ansonsten möchte ich dich jetzt noch ein bisschen mitnehmen, was passiert, wenn du in den See hineingehst. Zum Schluss werde ich dann nochmal ganz speziell darauf eingehen, wie du anfangen kannst. Wichtig ist erstmal, wenn du in den See reingehst, stell dir einmal vor, du gehst ganz langsam hinein und bist jetzt im ersten Moment sehr achtsam mit dir. Wenn du in dem See drinne bist, wenn du im kalten Wasser dich befindest oder auch am kalten Fenster, wird dein Körper darauf reagieren. Definitiv. Unsere körperlichen Reaktionen, die ganz normal sind, reichen von Zittern, das Aufstellen der kleinen Härchen auf deiner Haut. Es ist ganz normal, dass du ja anfängst, vielleicht so ein bisschen schneller zu atmen, um dann die Atmung zu vertiefen, je nachdem, wie du für dich das integrieren kannst. In jedem Fall wird unser Geist und unser Körper uns dazu animieren, auf eine gewisse Art und Weise zu reagieren. Viele, viele Menschen gibt es, die tatsächlich sich bewegen wollen, wenn sie in der Kälte sind. Die hüpfen dann so rum oder wenn sie im Wasser sind, ziehen sie ihre Kreise oder schwimmen eine Strecke. Wiederum andere Menschen sind eher sehr ruhig und in sich gekehrt, atmen ganz tief und kommen immer mehr bei sich selbst an. Zu der Fraktion gehöre ich im Übrigen. Ich bin eher die Person, die immer mehr und immer mehr zu sich selbst kommen möchte, um hier bei sich selbst einzutauchen und anzukommen. Letztendlich ist es so, dass aber in unserem Körper immer das Gleiche passiert. Im ersten Moment werden sich unsere Blutgefäße zusammenziehen. Dies nennt man auch Vasokonstriktion. Der Körper macht das
Aus einem Grund. Er möchte das Überleben sichern. Er möchte auf keinen Fall, dass wir diese Kälte nicht überstehen. Also pumpt er sämtliches Blut zur Körpermitte. Er verengt die Gefäße in den äußeren Gliedmaßen. Das fühlt sich manchmal so ein bisschen an, als wenn so ein leichtes Kribbeln beginnt. Es könnte auch sein, dass sich zusätzlich so eine leichte Kühle aus dem Inneren heraus so integriert. Das ist letztendlich nur ein Zeichen, dass tatsächlich das Blut von deinen Armen, von deinen Beinen und Füßen in die Körpermitte hineingepumpt wird. Also im Zweifelsfall würde der Körper deine Gliedmaßen absterben lassen, bevor er dich sterben lässt. Er versucht, den Torso zu retten und deswegen ist dann das gesamte Blut in deiner Körpermitte, was auch ein guter Vorteil ist, wenn du das letztendlich für dich nutzen möchtest. Wenn beispielsweise deine Hände sehr empfindlich sind, dass du deine Hände unter die Achselhöhlen oder mit einer Faust auf deine Brust legst, dadurch werden deine Hände etwas gewärmt. Je nachdem, wie lange du im Wasser bist, wird dein Körper genau diesen Zustand erhalten. Irgendwann jedoch öffnet er wieder alle Tore. Und das ist das Gefährliche daran, wenn du das nicht merkst. Weil dann erfrierst du. Dann kühlst du aus. Bis dahin passieren aber noch ein paar körperliche Reaktionen, die dich dazu bringen, dich zu bewegen. Häufig ist es so, dass die meisten Menschen beschreiben, dass sie erst so eine angenehme Wärme auf einmal verspüren. Es fühlt sich so an, als würde ein warmer Schauer durch ihren Körper fließen. Als nächsten Schritt beginnt der Körper zu zittern. Er beginnt zu zittern und vielleicht ist es auch ein Impuls, dass du dich jetzt bewegen sollst. Auch das sind ganz normale Reaktionen. Für mich ist es meistens dann auch Zeit, rauszugehen. Und hier eine ganz, ganz, ganz wichtige Information für dich. Auch das läuft bei uns allen zu einem unterschiedlich langen Zeitraum ab. Es könnte sein, dass du sehr, sehr empfindlich bist und dass du innerhalb von 2 Sekunden das Gefühl hast, du musst rausgehen. Dann gehst du raus. Dann ist es so okay, dann ist es so richtig und wichtig, dass du rausgehst. Es könnte sein, dass jemand anders 10 Minuten drin bleibt. Und auch das ist okay. Jeder muss in seinen Körper hineinspüren und ganz auf diese körperlichen Reaktionen achten und je nachdem dann auch handeln. Ich empfehle dir deshalb auch immer sehr, sehr, sehr bei dir zu sein, um noch mehr dich zu spüren. Denn wir wollen natürlich nicht, dass du diesen Moment verpasst, wo dein Körper alle Tore öffnet, sich die Gefäße wieder weiten und das gesamte Blut durch den Körper zirkuliert und somit noch schneller auskühlt. Anzeichen, dass du es eventuell übertrieben haben könntest mit dem Kältetraining, sind so eine plötzlich eintretende Müdigkeit oder auch sehr, sehr massives und starkes Zittern, Schmerzen in den Gliedmaßen. Das sind alles Reaktionen, die dein Körper dir zeigt und die du vielleicht dir abspeichern kannst fürs nächste Mal, dass du vielleicht etwas früher und deutlicher auf deinen Körper reagierst. Kommen wir zur wichtigsten Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Wie fange ich an? Im ersten Moment möchte ich dich dazu einladen, dieses Tool, diese Routine nicht alleine zu beginnen. Suche dir jemanden, der dich begleitet, der im Zweifelsfall bei dir ist, wenn dein Kreislauf vielleicht etwas zu rasch reagieren sollte. Des Weiteren bereite dich auf diese Routine vor. Ich habe beispielsweise immer gewisse Gegenstände dabei. Ich habe immer eine Yogamatte dabei, immer ein Handtuch, Wechselklamotten. Die vergesse ich gerne mal, aber auch das geht dann. Aber vielleicht denkst du dran. Und ich empfehle dir auch am Anfang, vielleicht was Warmes zu trinken oder einen Snack mitzubringen, der dir Energie gibt. Also jetzt nicht irgendeinen Schokoriegel, wo du nicht weißt, was drin ist und was der mit deinem Körper macht, sondern wirklich einen hochwertigen Snack, wie zum Beispiel Nüsse und Co. Es dient letztendlich dazu, wieder deinen Kreislauf in Schwung zu bringen, den erhöhten Stoffwechsel, der da durch das Kältetraining angestoßen wird, auch hier zu befriedigen. Ganz wichtige Information, die Frage bekomme ich auch immer wieder, kann man durch Kältetraining abnehmen? Und meine Antwort ist nein. Genauso wie die Antwort auf die Frage, kann ich durch Hula Hoop abnehmen, kann ich durch das abnehmen, dies abnehmen, jenes abnehmen? Nein, nein, nein. Du wirst durch nichts abnehmen, wenn du nicht nachhaltig insgesamt deine Verhaltensweisen veränderst, also deine Ernährung, deine Bewegung und sämtliche Art und Weisen, wie du deinen Alltag begehst.
Alles andere wird vielleicht ein kurzweiliger Effekt sein, der dann wieder in der Fülle deines Alltags untergeht und eventuell sogar zu einem Jojo-Effekt führt. Das alles hat also nichts mit einer nachhaltigen und vollwertigen natürlichen Gewichtsreduktion zu tun, also wollen wir das auch nicht in diesem Punkt und du kannst diese Frage mit Nein beantworten. Geh mir mal einen Schritt weiter, wenn du dich vorbereitet hast und wir jetzt nochmal in den Punkt Sicherheit reingehen, stell dir jetzt einmal vor, dass du dich an einem See befindest. Der See hat wohl die größten Risikofaktoren in sich, deswegen deine Sicherheit ist wichtig. Wenn du jetzt an diesem See bist, nehme dir auf jeden Fall eine Person mit. Das habe ich schon gesagt, ich möchte es noch ein zweites Mal sagen. Des Weiteren, pack dir alles so hin, wie du es brauchst, wenn du aus dem Wasser kommst. Also lege dir deine Sachen in der Reihenfolge am besten hin, wie du sie anziehen möchtest. Also nicht die Unterwäsche ganz nach unten und die Socken irgendwo hin, wo du sie nicht findest, sondern alles obendrauf, je nach Reihenfolge, wie du sie anziehen möchtest. Lege dir dein Handtuch griffbereit hin. Lege dir etwas hin, wo du drauftreten kannst mit deinen Füßen, weil das ist ein großer, großer Punkt, gerade dann, wenn die Temperaturen wirklich herausfordernd werden. Das heißt, wenn wir im einstelligen Bereich im Wasser sind und im Minusgradbereich in der Außentemperatur und das kommt beim Kältetraining, ist ja eine wundervolle Sache. Du darfst dich trotzdem darauf vorbereiten, um für deine eigene Sicherheit zu sorgen. Und wenn du jetzt da alles vorbereitet hast, alles steht bereit, denke mal dran, dass du nicht vorher schon ausgekühlt bist. Es ist so wichtig, dass du vorher sehr, sehr, sehr warm bist. Also mindestens auf Normaltemperatur. Komme nicht auf die Idee, vorher eine Stunde lang da dich an den See zu setzen, um zu meditieren, um dann in den kalten See zu gehen. Das macht absolut gar keinen Sinn. Du solltest auf einer normalen Körpertemperatur, besonders an den Körperspitzen sein. Also Körperspitzen sind die Ohren, sind die Nase und alles, was so rausguckt, gerade im Winter. Wenn du das alles hast, geh in den See rein, achtsam, so weit, wie es für dich möglich ist und in deiner Geschwindigkeit und Intensität. Wichtig dabei ist, atme ganz tief. Beginne bereits an Land mit einer tiefen Nasenatmung. Ich bin ein riesen Fan von Nasenatmung, denn die Nase ist zum Atmen da, der Mund zum Essen. Und in diesem Sinne darfst du schon vorher ganz tief atmen und gehst dann Schritt für Schritt in den See hinein. Du darfst ganz, ganz, ganz intuitiv und gefühlsam da reingehen. Und das ist der dritte wichtige Punkt, wenn es darum geht, wie fange ich an? Spüre deinen Körper, spüre dein System, achte die ganze Zeit auf deinen Körper, achte darauf, was er dir zeigt, achte auf jede Kleinigkeit und gehe nur so tief ins Wasser, dass du sofort im Prinzip wieder rausfallen könntest. Ich handhabe es so, dass ich ungefähr bis zur Hüfte ins Wasser gehe und mich dann hinsetze im Wasser. In den meisten Seen ist es sehr gut, dass da einfach ein Kiesboden ist oder ein Sandboden, dass es auch angenehm ist an den Füßen und am Gesäß. Warum ist es wichtig? Wenn du bis zum Hals ins Wasser reingehst und kaum noch stehen kannst und dann kollabiert irgendwas, passiert wahrscheinlich nicht, aber im Worst Case, wenn du so weit im Wasser drin bist, kommst du nicht so schnell raus. Deswegen bleibe so weit am Rand, dass du jederzeit einfach aufstehen könntest und quasi an Land fallen kannst. Das ist sehr wohl möglich und es ist ja aus meiner Sicht auch deine eigene Sicherheit, für die du sorgst. Spüre hinein, wenn dein Körper dir sagt, geh raus, geh raus. Und falls du dich fragst, was das bedeutet, du musst einfach auf dich hören. Höre auf die Impulse, lass dich nicht von anderen irgendwie dazu verleiten, noch länger drin zu bleiben, obwohl dein Körper schon längst raus will. Du spürst, wenn dein Körper das nicht mehr kann und wenn er sagt, raus mit dir. Die drei wichtigen Faktoren, ich wiederhole sie nochmal. Die Frage, wie fange ich an, beantworte ich mit diesen drei Punkten. Bereite dich vor, sorge für deine Sicherheit und spüre. Spüre, 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 spüre. Was noch wichtig sein könnte für dich, wenn es um Kältetraining geht, was ich beispielsweise auch nutze, sind Neoprenschuhe.
Es gibt Menschen, die gehen einfach so rein den gesamten Winter und ich bewundere das sehr, aber ich kann das für mich nicht und das ist vollkommen okay. Ich habe Neoprensocken mit einer 3 mm Dicke und ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen Socken gemacht und bin dafür auch sehr dankbar, dass es sowas gibt. Du kannst sie gerne nutzen, musst es aber nicht. Du kannst gerne mal in den Link in den Shownotes schauen, da habe ich meine Socken verlinkt. Ist aber nur eine Orientierungshilfe. Es gibt sämtliche andere Produkte, die wahrscheinlich noch viel, viel besser oder was auch immer sind. Wichtig ist, die Socken sollen funktionell sein, die müssen nicht sonst wie aussehen, müssen nicht eine besondere Marke sein. Sie sollen dich letztendlich schützen, wenn du es brauchst. Wenn du es nicht brauchst, ja, es ist sehr gut. Für meine Hände habe ich auch mir mal welche besorgt, so eine Neoprenhandschuhe. Nutze ich allerdings fast gar nicht oder habe ich letztes Jahr fast gar nicht benutzt, weil ich meine Hände viel lieber in meine Achselhöhlen lege und dort eine angemessene Wärme für sie vorhanden ist. So, und das sind jetzt auch schon so meine wichtigsten Faktoren zum Thema Kältetraining. Und ich kann dir jetzt nochmal von Herzen sagen, es ist ein so, so schöner Moment. Es ist für mich der schönste Moment gewesen in meinem Leben, wo ich ja beim Sonnenaufgang an der Kante einer Eisdecke mich befunden habe und den Nebel über das Eis kriechen sehen habe. Ein Moment, wo mir die Tränen in die Augen gekommen sind, weil ich so glücklich war in diesem Moment. So glücklich bei mir zu sein, so glücklich diesen Moment spüren und sehen zu können. Und vielleicht hast du auch solche Momente, vielleicht erfährst du noch solche Momente und ich freue mich so riesig, wenn ja, du mich daran teilhaben lässt. Und wenn du sagst, du brauchst noch mehr Impulse, du brauchst noch ein bisschen mehr Motivation, du möchtest dich gerne austauschen, dann lade ich dich von Herzen ein, dich bei meiner kostenlosen und geschlossenen WhatsApp-Gruppe zu bewerben. Wichtig ist, bewerben ist hier wirklich groß geschrieben. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. Und dich ja einmal vorstellen, denn die Gruppe ist sehr, sehr, sehr intim. Es ist ein intimer Bereich, wo wir uns gemeinsam auch treffen. Im Raum Leipzig, wo es darum geht, gemeinsam zu baden. Und da darf ich einfach mit dir ein bisschen in den Kontakt kommen, in den Austausch, wer du bist, was deine Intentionen sind an die Gruppe, um für alle Teilnehmer hier diesen Raum als sicheren Raum zu bewahren. Also, wenn du noch mehr Informationen haben möchtest zum Thema Kältetraining, vielleicht dich auch mal treffen möchtest mit uns gemeinsam als Gruppe, dann bewerbe dich sehr gerne, dann füge ich dich hinzu zu unserer WhatsApp-Gruppe. Und ja, wenn nicht, ist es auch vollkommen okay. Dann freue ich mich, wenn du mir ein paar Gedanken da lässt, was du aus dieser Folge mitnimmst, welche Dinge für dich vielleicht noch etwas fragwürdig sind, wo du noch nicht so richtig weißt, was du damit anfangen kannst. Stell mir gerne deine Fragen. Auch diese beantworte ich sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich über dein Badeerlebnis, über dein Kälteerlebnis. Erzähle mir auch hiervon so gerne. Und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest für all das, dann freue ich mich, wenn du mir in deiner Podcast-App eine ganz ehrliche und liebe Bewertung da lässt, mir erzählst, was du aus der Folge mitnimmst und auch das, was du dir noch wünschst. Ich versuche immer, meine Inhalte und sämtliche Gegebenheiten noch besser werden zu lassen, noch mehr anzupassen für dich. Und du kannst mir einen Beitrag dazu leisten, indem du mir deine ehrlichen Gedanken da lässt. Natürlich freue ich mich über 5 Sternchen. Und wenn deine Podcast-App das nicht hergibt, dann gucke auch hier in die Shownotes. Hier findest du den Link zu meinem Google-Account und auch da kannst du mir deine Gedanken dalassen. Ich freue mich so riesig, dass ich dieses Thema mit dir teilen kann und ja, freue mich von dir zu hören. Und bis dahin, denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.